die Brennerei, der Kessel oder der Hut. Und der ist gemacht worden, war von meinem Grossvater, der war Kupferschmied. Und der ist über 100-jährig. Das hat sich einfach vererbt, oder? Der Vater hat brennt. Und ich habe es jetzt auch gemacht. Die muss man beim Gönnen. Mehr Abfallkrise eigentlich. Die schöner, wenn sie überreif sind, tun wir sie ins Fässchen. Und dann lässt man es vergären. Wir machen nichts, man tut nichts drin, vergären lassen. Stampfen auch vorher ein bisschen, dass schneller in Gärung kommt. Und dann macht man es nachher, wenn sie vergoren haben, kann man ganz zumachen, den Deckel. Aber nicht immer, nicht alle Winter. Man tut nur Krise eigentlich brennen. Früher hat der Vater noch und Most und die Reste. Der Rest brennt und ich tue noch Krise. Zwetschgen und wenn man Krise. Und auf 10 Kilo Krise gibt es einen Liter Schnaps mit 50% rum. Das Wasser einfach, dass es nicht anbrennt. Das ist, weil ein Teil vom Wasser rausgeht, etwa 10 Liter, gehen dann wieder raus. Alles verkalkt. Eben früher hat man von der Ziegelei gehabt, vom Ausschussstein vor dem Brennen. Und heute muss man kein Stein drin haben, muss ganz fein allein sein. Und heute muss man einfach, wenn man einen auftut, einen Graben oder etwas, muss man ihn allein rausnehmen. Und dann muss man trocknen und dann verschlagen und dann absieben, dass die Steine rauskommen. Wenn es zu viel Druck gibt, kannst du den Deckel etwas lupfen. Das haben sie jetzt angemacht. Das ist noch nie passiert. Holzwolle mit Kerzenwachs. Kirschbahn ist am besten gegangen. Zum Anführen, das ist gut. Und dann haben wir einfach zuerst reins und dann tut man Gröbers drauf. Und dann muss man halt warten. Da tut man das Kessel führen und wenn das heiß ist, gibt es Dampf. Und weil der Alkohol leichter ist, wenn der Dampf oder früher verdunstet, wie das Wasser, läuft dann zuerst Alkohol raus und nachher kommt das Wasser erst. Und wenn da langsam ruht und wenn es da oben heiß wird, tut es also den Dampf abkühlen, drückt es da oben. Und dann geht es da ins Fass, tut es abkühlen, da hinein das Wasser. Das muss man laufen lassen. Das wird, oben ist das Wasser dann heiß und unten ist es kalt. Dann muss man immer schauen, dass das Wasser dann nicht zu heiß wird, zu warm wird. Da muss man laufen lassen. Und man darf nicht zu viel führen. Sonst tut es zu wenig abkühlen und gibt keinen Alkohol. Darf man nicht zu fest führen, muss man dann regulieren. Das Kupfer, das gibt immer Grünspan. Sofort gibt es Grünspan und der tut es dann lösen zuerst. Wenn man anfängt, manchmal hat es da manchmal drin.
am Anfang. Dann muss man das weg. Da muss man es zweimal durchlassen. Das erste Mal einfach der Vor, das ist der Vorlauf eigentlich. Und dann das zweite Mal läutern. Da kommt dann der richtige Schnaps raus. Zuerst um 70-80% und dann geht es oben bis auf 10. Bis auf 10 oben. Und dann muss man mischen. Da haben wir etwa, mit machen wir etwa um 50% um. Ja, also zum Brennen braucht man eine Konzession auf jeden Fall. Und wenn man will brennen, bevor man brennt, muss man ein Formular verlangen für zum Brennen und muss angeben, was man will brennen und wie viel Kilo das die Früchte sind oder Obst oder was dann ist. Und dann kommt man ein Formular über. Das geht schnell. Und dann hat man in einem Monat, muss man es wieder zurückschicken. Mit wie viel man gebrannt hat. Mit dem Alkoholgehalt und den Liter. Und versteuern müssen wir die Bauern nicht, wenn sie nicht verkaufen. Aber was verkaufen, müssen sie auch versteuern, normal wie die anderen. Und das gibt also auch hin und wieder eine Kontrolle, kommt einer kontrollieren von Bern oben runter. Noch vor ein paar Jahren sind sie nach jedem Brennen gekommen. Und dann muss man alles zeigen, was man hat, und dann tut er messen und schauen, wie viel man hat. Und sonst gibt es einen Buss, wenn es nicht stimmt. Wenn man brennt hat, hat er gemessen, was man gebrannt hat. Da hat er wieder plombiert. Hat er eine Schnur da. Da oben. Und da ein Stäbchen gemacht. Ein Holzstäbchen. Und eine Plombe drauf. Am Anfang hat man etwa gut in 70%. Oder 75%. Und nachher geht das runter. Jedes Mal, wenn ich 2 Liter wieder messe, geht das runter. Bis auf 10, 15, je nachdem, muss man dann mischen. Ausrechnen und dann mischen, dann haben wir etwa 50%. Oder wie hoch man will, muss man teilen. Der hat jetzt zum Beispiel 25%. Ja, jetzt muss ich abtun. Muss ich da auftun. Und dann den guten Weg nehmen. Da. Dann möglich mit den Händchen, der ist heute heiß. Und dann muss ich den guten Weg nehmen. Und dann mit dem Schöpfchen rausnehmen. Thank you.
Nahrung auf der Mistleiere.